Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur Flughafenfeuerwehr, die Simulation. Und wir laden unseren Spielstand. Gut zu wissen. Ich nehme mal den hier, ne? Das dürfte ja eigentlich der sein. So. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich diese Aufnahme hier nach Dead by Daylight mache. Ich habe es dann nicht mehr gemacht. Ich mache es jetzt. Es ist ein paar Stunden später. Aber es ist derselbe Tag und auch dieses Video wird auch heute noch hochgeladen. Eigentlich wollte ich zwei Videos machen, aber dafür reicht es heute nicht mehr. Und deswegen... Ja. Schockwelle heute einige Stunden zuvor. Ich hoffe, es hat man noch nicht. Was ist los, John? Nee, hat man nicht. Du siehst ein bisschen müde aus. Ist gestern etwas später geworden. Ich habe mir noch das Pokalspiel angeschaut. Inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen. Echt ein tolles Spiel. Ich habe es mir auch angeschaut. Und wie ist es ausgegangen? 5-4 nach Elfmeterschießen. Nicht schlecht. Der Wassertank sollte jetzt auch wieder voll sein. Dann lass uns den Wagen reinstellen und erstmal einen Kaffee holen gehen. Du hast den gleich wieder. Was war denn das? War das eine Maschine? Nein, das glaube ich nicht. Das muss etwas anderes gewesen sein. Das war doch wohl keine Bombe? Was stehen wir hier noch rum? Los! Ja, los, aufsitzen. Ja. John, du fährst. Warum? Alles klar, schon unterwegs. Warum leckt das hier verdammt nochmal? Es tut mir leid. Selbst für die kurze Strecke machen die hier einen Teleport. Ja, ich hoffe jedenfalls, dass das Spiel gut ankommt. Und, genau. Ich hoffe Verunsicherung. Und ich hoffe vor allem, dass ich morgen dann das nicht nochmal aufnehmen muss. Aber ich glaube schon. Oh mein Gott. Warum ist ein Wagen vor mir, der noch gar nicht da war? Nicht lecken! Oh Mann! Es tut mir leid! Wow! Huh? Los, alle Mann zu mir, aber schnell! Was ist passiert? Lass uns auf John warten. Ich will nicht alles dreimal erklären müssen. Hast du schon irgendeine Ahnung, was der Auslöser war? Nein, die Lage ist unklar. Wir müssen im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass... Ich kann nicht laufen. Bin schon hier. Wie gehen wir vor? Es werden noch einige Arbeiter vermisst. John, du gehst mit Alex und Chris rein und setzt dich dann um. Alles klar. Dann Ausrüstung holen und los. Okay, auf geht's. Aber passt mir bloß auf da drin. Wenn es zu gefährlich wird, kommt ihr sofort heraus. Schon klar. Kommt, Jungs. Schnappt euch PA, Axt und einen Feuerlöscher und los geht's. Es leckt. Es tut mir leid. Nein, nein! Okay. Warum bin ich schneller als ihr? Ihr Alarmdrahten, ihr! Okay, die Leute bringen sich scheinbar selbst in Sicherheit. Da ist kein Sicherheitsdienst, der einen irgendwie nach draußen lotst. Fängt ja super an. In dem Gebäude würde ich definitiv gerne arbeiten.
Wintereinbruch, 3 Jahre zuvor. Okay. Mensch, fängt ja gut an. Hallo John, hörst du mich? Was ist los? John, du musst aufwachen. Was ist denn los, Alex? Schau mal aus dem Fenster. Ach herrje, ist das Schnee? Ja, es gab einen kompletten Wetterumschwung. Mike hat erhöhte Einsatzbereitschaft angeordnet. Alles klar, bin schon auf den Beinen. Zieh jetzt die nächste Sache an. Ah, okay. Hallo? Ich kann nicht. Ich kann nicht laufen. Warum leckt das genau hier? Ich kann da drunter springen. Gut. Es soll ja auch ein Geländer zum Schutze des Runterfallens sein. Ja. Mit wem fahr ich denn? Hallo? Oh, wow. Hallöchen. Mit dir fahr ich gerne. Nein, lass mich rein. Fängt gut an. Fängt ja gut an, durch das Lecken bin ich erstmal verfahren. Boah, 5 Sekunden, um hier herzukommen. Der sind auf mittelmäßig, oder? Alter, wie will das denn sonst auch schwer aussehen? Wintereinbruch hat man doch schon. Ach so, stimmt. Das tut ihr nochmal anzeigen bei mir. Alter, ihr Schwachköpfe, was bin ihr da vorne rum, Alter? Beste Feuerwehr ever. Und ich bin die beste Feuerwehrfahrerin ever. Oh, voll schön mit dem Schnee hier. Der nicht wirklich gut aussieht, aber da, die Bäume. Voll geil. Einsatzleitung an alle Einsatzkräfte. Maschine befindet sich im Landeanflug. Alle Einheiten halten bis auf weiteres ihre Positionen bei. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden. Einsatzleitung. Verstanden. Ja, ich glaube, die da drin sind tot. Einsatzleitung an alle Einheiten. Alle Löschfahrzeuge begeben sich sofort zur Unglücksstelle und beginnen mit einem Schnellangriff. Alle anderen Fahrzeuge begeben sich ebenfalls zur Unglücksstelle, halten sich aber etwas im Hintergrund. PLF 3 an Einsatzleitung. Verstanden. FLF 9 an Einsatzleitung. Verstanden.
Alter! Was geht bei dir? Mach vorsichtig, ey! Ich bin doch kein Dummy! Wie geht das jetzt nochmal? Mit F? Mit R? Mit Y? Mit R? Nein. Y? Hallo? Funktioniert ja super! Ich habe... Funktioniert übrigens super. Wie ging das? Mit X? Es ging mit X. Wenn man zu lange nicht aufnimmt. Es brennt doch nicht mehr, oder? Wo brennt das noch? Ach so, die brennenden Trümmerteile. Warum schaffen die es eigentlich nicht, das zu löschen? Warum muss ich das machen? Bleib stehen! Hallo? Hallo? Es funktioniert nicht. So. Alter, was? Scheiße, ich hab doch viel Zeit. Ja, jetzt sehen wir auch mal, was passiert, wenn man fehlschlägt. Man muss den Einsatz nämlich nochmal machen. Ich habe vergessen, wie man die Tasten drückt.
Also man muss den Einsatz vom Teleport aus wieder neu machen. Also diesmal weiß ich's. R, Y und dann X. Das sind keine 100 Kilometer pro Stunde. Echt nicht. Es deckt gerade nicht. Hey. Ja. Jetzt läuft. Jetzt gleich wieder. Das Flugzeug brennt noch. Ja. Mach. Hallo? Mach. Verdammt. Der macht nicht.
Ah, nee. Ich hab gedrückt. Mach jetzt. Es. So. Mist. Mach jetzt! Mach! Mach! Nein! Er macht's nicht! Er macht's nicht! Das ist doch nicht zu fassen! Das ist einfach nicht zu fassen! Er macht's einfach erst nach einigen Sekunden und das geht so nicht. Alter. Leute, es tut mir leid, ne? Ich muss ganz kurz gucken, wie lang die Aufnahme ist. Na, ihr kennt das ja jetzt schon zum... Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ja. Einsatzleitung an alle Einsatzkräfte. Die Maschine befindet sich im Landeanflug. Alle Einsatz- Mensch. Das ist echt die beste Aufnahme der Welt. Oh Mann. Warum nehme ich es auf, wenn es leckt? Ja, ich weiß. Lass mich fahren! Lass mich fahren! Alter! Okay.
Nein, nein, nein. Andersrum. Ich bin im Rückwärtsfahren. Nein! Es tut mir leid, Leute. Geht schief. Warum? Jetzt dreh dich doch. Jetzt dreh dich doch. Oh Mann. Nein. Hallo? Das ist doch nicht wahr! Hallo, löschst du das mal? Ja. Ich verwerfe diese Aufnahme, glaube ich. Das bringt jetzt nichts mehr. In der Zeit schaffe ich das nicht. Ja. Fahr! Trinkt nichts. Warum hat man so ein kurzes Zeitlimit? Also morgen wird diese Aufnahme definitiv besser. Und dieser Einsatz wird dann beendet. Diese Aufnahme werde ich, obwohl ich es verpatzt habe, nicht löschen. Ich habe dazu keine Zeit, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich dreimal in der Mission fehlschlage, weil ich zu blöd bin, das zu löschen. Aber hey, ihr habt mich bei Dead by Daylight schon oft genug erlebt, wie ich dumme Aktionen gemacht habe. Jetzt habe ich mir extra viel Zeit gegeben und dann treffe ich dieses Dings nicht. Gut, also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt nicht abspeichern, weil es ist ja nun mal immer noch dasselbe, ne? Wir sehen uns. Wir sehen uns das nächste Mal bei Flughafenfeuerwehr, die Simulation wieder. Bis morgen. Ciao.